schieße doch in meiner Freizeit nicht 12-mal dieselbe Mission ab. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mine Kraftos Dungeons. Uns wurde gerade gesagt, oder vorher bei euch in der letzten Folge, ja, du musst 12 von der Mission abschließen, damit du dieses ultra coole Schwein bekommst. Okay, jetzt habe ich die Dings-Einstellungen noch nicht geändert. Wir wollten noch ein bisschen was an der Grafik ändern. Nee, Grafik ausgeglichen, genau. So, FPS-Anzeige, ja, V-Sync auf jeden Fall. Mittel, Blut. Das ist schon so richtig low. Naja. Okay, wir holen erstmal unseren Hund und kämpfen uns durch den Erzhafen. Wer den Erzhafen nicht kennt, das ist das kürzeste Level im Spiel. Falls ihr also beim Schmied, wenn der sagt, yo, du musst dreimal ein Level auf dem und dem Modus spielen, nehmt den Erzhafen, der ist wirklich das kürzeste Level in Game. Und warum schieße ich jetzt auf einmal nur noch Feuerpfeile? Ah, okay. Stimmt, wir haben das gar nicht durchgelesen. Die anfängliche Lebenszahl ist auf... Was? 5% haben Giftwolke, okay. Und wir haben Brandpfeile. Yo, sehen die cool aus. Erreiche das Dorf. Das hatte ich vor. Ah, ich kann nicht laufen. Nein. Ach so, ich hab nur ein Leben. Challenge accepted. Okay. Wenn wir sterben sollen, dann schneide ich euch das Ende rein. Natürlich starte ich das dann auf einem einfachen Modus. Wobei, wir müssen nicht auf einem einfachen Modus. Hätte man mir gesagt, ja? Yo. Du hast ein einziges Leben. Wenn du jetzt nochmal stirbst, dann bist du tot. Ja? Dann hätte ich, glaube ich, mehr darauf geachtet. Lalalala. Lalalachten. Lalalachten. Lalalalala. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Creeper. Oh man. So we back in the mine. Got our pickaxe swinging from side to side. Side to side. Da ist ein Crapper. Oh, ein Rapier. Das ist ein neues Schwert. Das kenne ich nicht. Lesen wir uns nachher durch. Ich habe vergessen, die Bienenrüstung in der letzten Folge durchzulesen. Es tut mir leid, ich habe die einfach gelöscht. Theoretisch kann man das nochmal im Internet nachlesen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, und hoch da. Wo muss ich eigentlich hin? Da rechts. Ey, nicht sterben. Nicht sterben. Du verzauberst hier nicht noch ultra starke Gegner, wenn es recht ist. Oh, weg hier. Wofür, du schaffst das. Ah, hier ist der erste. Hier müssen wir diese Bücher ausschalten. Oder halt mitnehmen oder aufessen. So ganz genau weiß ich das auch nicht, was man mit denen macht. Auf jeden Fall müssen wir sie verschwinden lassen, damit sich das Tor öffnet und wir weiterkommen. Genau. Und hier ist das letzte. Und wir sind jetzt auch schon gleich am Ende. Wir laufen jetzt noch durch die Höhle hier. Einmal hier über diesen Block laufen. Dann gibt es hier oben eine Kiste. Hier einfach einen ranstellen, zweimal drücken. Und dann passt das. So. Am besten lauft ihr hier lang. Hier gibt es meistens noch Gegner, die ihr mitnehmen könnt. Für die Erfahrungspunkte. Wenn ihr sowieso schon kurz vor Tod seid, würde ich euch nicht empfehlen, hier lang zu laufen. Aber meistens sollte das klappen. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen Angst hatte, dass wir es nicht schaffen. Aber die Gegner haben einfach nicht angegriffen. Hier immer schön alles mitnehmen. Manchmal gibt es hier hinten noch was. Immer kurz umdrehen und gucken. Genau. Das ist das Level, was ich bisher schon am häufigsten gespielt habe, zusammen mit dem Creeperwald. Das sind einfach die Level zum Grinden. Okay, wir sehen uns dann gleich an der Stelle wieder. So, jetzt noch kurz alle Bücher zerstören. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und da sind wir wieder. Gut. Diesmal schaffen wir es hier durch. Ich habe die Schwierigkeit jetzt mal nicht verändert, weil
Wir sind am Anfang einfach nur blöd gestorben, weil ich nicht wusste, dass man nur ein Leben oder zwei Leben hat. Ja. Gut. Aber es ist machbar. So. Hier dann wieder über den Block laufen. Hier. Hier könnt ihr so hoch und dann hier rüber rollen. Dann könnt ihr hier zu der Kiste kommen. Und dann müsst ihr vorne nur jetzt hier. Also wir sind kurz vorm Psi gestorben. Hier vorne ist Ende. Das. Da. Hier. Oh, ein Raid. Wird's noch spannend? Ah, ich glaube nicht. Ne, so wie es aussieht nicht. Apropos, ich habe auch diese Special-Pfeile. Ich kann irgendwie solche riesengroßen Dinger erzeugen, die, wie viel Schaden machten die? Machen halt Schaden. Okay, und damit hätten wir auch das geschafft. Und da ich ziemlich viel rausschneide und wir jetzt noch ultra viel Zeit haben, würde ich sagen, machen wir auch die letzte Season Mission. Genau. Ich hoffe, ich vergesse das nicht richtig zu schneiden. Sonst habt ihr nachher ein wunderschön geschnittenes Video, wo die Hälfte fehlt. Wir bekommen die wieder. So, die Raper. Okay, ist ein schnelles Ding. Okay. Man muss ja mal gucken, was das kann. Hat wenig Kraft und macht viel Gebiet. Schneller Stoß. Ja, okay. Und den Rest kennen wir schon. Die Champions. So, und du kommst auch weg. Weil dich brauche ich jetzt nicht mehr. Weil wir haben ja hier unten schon. Okay. Habe ich eigentlich was beim Schmieden? Nö. Beim Dorfhändler zu kaufen, was gut ist. 122er Hund. I'll take this. Zack, dann können wir unseren alten nämlich verkaufen. Das ist auch irgendwie fies, gell? Wir verkaufen unseren Hund. Und da gibt es auch meinen Lieblings-Todeskappenpilz. Der direkt mein Stat auf das hier reinkommt, weil... Der Todeskappenpilz. Ihr wisst schon. Das erklärt so einiges, ja? Warum ich mit dem gerne kämpfe. Hier, über mir seht ihr auch, wie lang das circa dauert. Boah, leckt das! Was ist denn los? Ich hoffe, das leckt nachher im Stream nicht so. Eins geschafft, zwei geschafft und hier kommt Nummer 3. Das ist die Kakteenschlucht, die weiß ich, die geht länger. Wir haben Temporaub. Boah, wir haben Königswachen. Und Königswachen sind, egal auf welchem Level, viel zu stark. Wenn ihr Level 100 seid und ihr spielt das Level auf Level 1 und ihr habt Königswachen, ihr sterbt. Ja, wir kennen die Story. Kurz hinten gucken. Manchmal gibt es hinten nämlich auch was. Könnt ihr euch ein bisschen Tipps geben? Genau. Okay. Spannend. Oh, wir können hier gar nicht drauf rollen, so wie später. Okay. Zeig ich dir, was ich meine. Jetzt haben wir Fighting aktiv, das heißt, wir machen ganz kurz. 40% mehr Schaden. Weil wir haben Feigling. Das seht ihr über mir, seht ihr so ein Huhn. Und solange das da ist, machen wir mehr Schaden. Da sind sie, das sind diese Königswachen. Ihr seht's, die sind jetzt schon ultra stark. Seht ihr das? Ich habe schon mehr Schaden bekommen als im gesamten Level davor. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass es heute mal ein längeres Video wird. Aber, also ja. Ich glaube auch nicht, dass ich bis heute Abend das Spiel, diese ein... Wobei doch, ich könnte 12-mal in Erzhafen spielen und dann hätten wir alles. Mal gucken, wenn ich heute Abend noch Zeit dazu habe, mache ich das. Und mach dann nochmal, und schneid dann ans Ende dieses Videos, wie wir alles haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mit dem neuen Update können wir sowieso zwischen den Season-Missionen hin und her skippen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Es kommt ja ein Update, dieser... Oh mein Gott, sind wir schnell. Wir sind fast tot. Was ist das? Die Königswachen, ich sag euch. Dabei haben wir haben zwei Dinger. Ne? Begleiterzahl auf... Ah, auf zwei gestellt. Das heißt, wir haben 200. Yo, ist das gut. Hey, ich will das im Spiel sowieso haben. Hätten wir also 600... Also hätten wir 300, hätten wir eigentlich 600. Also einfach doppelten Schaden von Ultraschaden. Hey, das finde ich gut.
Ey, wir haben jetzt schon leichte Probleme und wir spielen 0,5-fach oder so. Die Königswachen. Ich sag's euch. Ah, das Blitz macht echt wenig Schaden. Nur mal kurz, dass ich das anmerke. Es bringt gar nichts. Ganz ehrlich. Oh, von wo? Du da. Oh. Du da. Nein, du da. Reaper muss weg. Okay, doch. Das wird schon noch. Und ich sehe gerade die Zeit und ich glaube, das Video könnte noch länger dauern. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hier ist diese Kiste in der Mitte. Und 10 Milliarden Gegner. Oh, das funktioniert ja wirklich. Okay, zünden! Boah, das sind viel zu viele Gegner. Oh mein Gott, wir sind fast tot. Und hier sind immer noch unendlich viele Gegner. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich muss hier weg. Jo, was ist das denn? Oh, wir haben Musik! Cool! Okay, besiegt. Weiter. Ist doch nicht so einfach, how I thought, wie ich dachte. Mhm. Ja, ich sehe, wir haben auf der Karte, ich sehe, wir haben ein Item vergessen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Nachher war es so ein ultra gutes, uniques Item, das einfach dreimal so stark ist wie mein Schwert. Das wäre sad. Gott, sind das viele Gegner. Hier müssen wir einfach alle diese Leuchtfeuer-Dinger aktivieren. Oh, und nicht sterben. Das ist das andere Ziel. Oh ja, der gibt uns hier Dings. Heilung, immer gut, immer gut, immer gut, immer gut. Ja. Halt, hier muss ich hin. Mein Hund, der schafft das schon. Sollte eigentlich machbar sein. Falls ihr nicht so gut in dem Spiel seid, ihr könnt die Schwierigkeit halt runterstellen. So. Das Spiel richtet sich an jede Gruppe von Spielern. Leute, die das erste Mal spielen, Leute, die sich mit Dungeon Crawlern schon auskennen oder sonst irgendwas. Ich bin zum Beispiel mein erster Dungeon Crawler, den ich jemals gespielt habe. Sowieso jemals ein Spiel, wo die Kamera über dem Spieler platziert ist. Also halt, wo man von oben auf das Geschehen drauf guckt. Ich rede jetzt nicht von Mario Odyssey und Mario 3D World, ich meine jetzt sowas. Und ich bin echt überzeugt von dem Spiel und finde, der zweite Teil muss confirmed werden. Oder halt einfach 300 neue DLCs. Wo ist der letzte? Na, den habe ich vergessen. Wenn keine 300 neue DLCs, dann verschenke ich meinen Spielstand. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, das Spiel ist echt gut.
Und also man kann davon, also es ist ja so, es ist halt, man kann es nicht mit Minecraft vergleichen, weil Minecraft endet nicht. Das Spiel hat ja eine Story, die endet. Und man kann auch nicht sagen, yo, bringt DLCs raus, mehr Story, mehr Inhalt. Weil es ist immer noch ein Spiel, wo du halt immer dasselbe Level spielst. Oder wenn die Level sich wenigstens verändern würden, so wöchentlich. Das ist ja bei diesem Tower so. Ja? Das fände ich schon cool. Also wenn die nicht groß, halt zum Beispiel, dass du anstatt links, rechts gehst oder dass es mal ein neues Secret gibt. Ich kann den Kaktus stehen, ohne zu sterben. Auch gut. Hier, das Schwein nehmen wir natürlich mit. Da kriegen wir die Panzerhandschuhe. Oh, hier haben wir einen Nekromanten. Ja, der ist K.O. Wir haben einen Magier, wo ist der? Egal. Ah, ich sehe ihn. Oh, der hat was gedroppt. Einen Trickbogen. Oh mein Gott, der Trickbogen ist so ein Schmutz. Nur damit ihr das kurz mal seht, wie der schießt. Die Pfeile springen auf den Boden. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das Spiel pausiert. Das Spiel pausiert. Leute! Ich weiß nicht, wann es kam, wann es für ein Update ist, aber das Spiel pausiert, wenn wir in unser Inventar gehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja die Erneuerung des Jahrtausends. Ich muss das mal ganz kurz. Ja, ich mache das jetzt richtig professionell und brüll das ins Handy rein. Ich nehme gerade Minecraft Dungeons auf, ja, da gab es doch dieses Halloween-Event, genau. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, es gab ein Update. Wenn du ins Inventar gehst oder in das Pausemenü, stoppt das Spiel. Es läuft nicht mehr weiter. Du hast wirklich die Möglichkeit zu pausieren. Ich finde das gerade so genial. Gut. Musste ich ganz kurz einem meiner Freunde schicken, die das Spiel auch kennen, das Spiel ultra gut finden und das halt einfach. Das war halt einfach dieser Riesenkritikpunkt. Von uns beiden, dass das Spiel keine Pause hat. Und wenn ich jetzt einfach auf Pause drücke, pausiert das. Das gab's vorher nicht. Ich bin ja richtig fasziniert davon. Okay. 21 Minuten und wir haben so die Hälfte des Levels. Ja, das passt doch. Na, ich glaube, wir schaffen das schon. Oh nee, wir müssen ja auch die Schlüssel holen. Ja, ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir sollten vielleicht mal kurz ein bisschen. Ah, hier kriegen wir Vorräte. Sehr schön. Da hinten den noch weg? Okay. Sehr schön, zu dem wollte ich sowieso laufen. Ja, wir sind jetzt hier, wo wir die zwei Schlüssel brauchen. Na, komm schon. Diese Basis gleich. Sehr schön. Und schon wieder ein Levelaufstieg. Heute ist Tag des Levelaufstiegs. Ich sag's euch. So viel Levelaufstieg wie heute hatten wir noch nie. Ich glaube, der Raid wird nicht so schwer. Na, oder vielleicht doch. Ich hole jetzt erstmal ganz kurz. Sollte machbar sein. Falls wir das noch nicht haben. Hier die Rune noch. Nö, haben wir noch nicht. Ja gut, nehme ich mit. Ja, wenn wir gerade schon hier sind und ich die Rune noch nicht habe, nehme ich die mit. Weil ich will euch irgendwann noch dieses Secret Level zeigen, wenn ich da mal alle Runen habe. Ich weiß aber nicht, wie viele ich habe und ich weiß auch noch nicht, welche ich habe.
Musik ist sehr mystisch und sehr laut in dieser Sequenz. Darf ich bitte ganz kurz, ich muss... Hallo? Nein! So, weg mit dem, zack, 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 zack. Gleich wird mein Video gecopyrighted, copy-strike. Wegen Copyright-Verletzung. Zack. Die kann man auch nicht runterdashen, okay. Bei manchen irgendwie ging das mal. Der Schiff. Ich find's halt auch gut, dass der Creeper nicht nur uns tötet, sondern auch seine. Let's go! Rennen! Klar spawnen hier auch Gegner! Nein! Ich hab TNT, geh weg! Ich höre das Skelette! Oh, raus aus dem Radius! Ah, wir müssen heilen, wir müssen kurz heilen. Okay, reicht schon an Heilung? Nur noch davor. Yes! Wir haben's. Okay. Bin in den Tempel. Jetzt nur noch ins Ziel. Bin so in der letzten Hälfte. Ich glaube nicht, dass das Hälfte heißt, aber so im letzten Teil des Levels sind wir angekommen. Oh, Stärketrank. Sehr schön. Finde ich super. Oh Gott. Ja klar, Nekromantus. Muss ich eigentlich lang hier? Von der Zeit her, ja, 26 Minuten, das geht doch noch, oder? Ich merke gerade die ganze Zeit, dass oben... Greenscreen. Ich habe vergessen, meinen Rollladen runterzumachen. Es tut mir leid. Oh nein. Wie unprofessionell bin ich denn? Sorry, Leute. Oh, hier gibt's noch einen Raid. Och, Mann. Sowas nervt halt total. Ich bin so richtig konzentriert gerade, weil es ultra viele Gegner sind. Okay, das war's. Was ist wirklich oder sind hier noch Gegner? Hallo? Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Sehr schön. Du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Auf gar keine, weil ich da nicht reingehe. Okay, 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 okay. Ja, sehr schön, sehr schön. So muss das Ganze. Jetzt muss ich ein Stück runter, sonst ist das so ein bisschen. So. Und wir bekommen sage und schreiben schon wieder diese Rüstung. Jetzt steht aber auch da. Ja, wir haben 3 abgeschlossen. Jo, auf jeden Fall, wir haben jetzt diese coole Rüstung. Der Rest. Seht ihr vermutlich am Ende des Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.